Oh, Peggy. In Cherryfield sind zwei Personen gestorben. Zwei. Zwei? Oh, welch eine Verschwendung. In unserem Kaff stirbt keiner. Nein, drei. Du liebe Güte. Ist in Cherryfield die Pest ausgebrochen? Ach, Peggy, die Pest. Im hygienischsten Land der Erde. Oh, vier. Vier Tote. Dr. Hall ist auch gestorben. Hall? Der Pfuscher hat's verdient. Er brachte uns Kunden. Ja, du vergisst seine Wucherprovisionen. Den hätte ich sehr gern beerdigt. Sein Sarg wäre in die Grube hinabgepoltert, dass es nur so pufft und kracht. Aber Penelope, du vergisst dich. Thomstons Beerdigungsinstitut ist ein ehrbares, seriöses Unternehmen. Wir betten die seligen Verstorbenen in das Erdreich und lassen sie nicht in Gruben hinab. Poltern. Ach, Delchen, seit 5 Monaten haben wir nichts mehr zum Betten. Die Nachbarn warten auf unseren Ruin. Wir warten auf ihren Tod. Aber wir hoffen vergebens. Die paar Alten von Gunhill sind zäh, wie die Steaks in Baker's Inn. Wir benötigen dringendst tödliche Unfälle und Krankheiten. Du hegst liebe Wünsche. Sieh dir Arthur Cummings an. Er zählt 79 Lenze und strotzt vor Kraft und Gesundheit. Jeden Morgen wandert er durch den Wald zum Hügel hinauf. Ein Ast müsste ihn treffen. Nein, eine Tanne müsste auf ihn fallen. Mhm. Deine Ideen ließen sich verwirklichen. Erinnerst du dich an Sarah Brown? Na. Die ist auch immer noch so rege wie ein Hummelschwarm. Mit eiserner Energie bewirtschaftet sie ihren Garten. Das alte Luder war noch nie krank. Die müsste in ihrem Austin in die Schlucht stürzen. Penelope, wir haben mörderische Gedanken. Sagtest du nicht vorhin, sie ließen sich verwirklichen? Wir brauchen Leichen zum Leben. Still. Oh, hörst du den Sturm? Das Haus wird uns eines Tages zusammenbrechen. Im Gebälk sitzt der Holzwurm. Die Wände bestehen aus Rissen. Im Sarglager fehlen die Fensterscheiben. Die teuren Särge vermodern. Ach, und die... Ich weiß. Thomstons Beerdigungsinstitut ist bankrott. Also jetzt bist du wieder zu pessimistisch. 2, 3 Leichen und wir sind für die nächste Zeit versorgt. Immerhin veranstalteten wir die würdigsten Totenfeiern weit und breit. Selbst unsere Rechnungen rührten die Leute zu Tränen. Unterlass deine makabren Scherze. Ich weiß, was du damit bezweckst. Du hast dir in der letzten Woche ein Gewehr gekauft. Oh, du vergisst die Munition. Und du, Adelaidchen, besitzt Arsenik. Wie bitte? Du hast mein Zimmer durchsucht. Ich fand nicht nur Arsenik. Das Geheimfach deines entzückenden Mahagonisekretärs verbirgt auch Cyankali, Salzsäure, Strychnin, Giftmischerin. Lindenweib. Also komm, wir wollen nicht streiten. Wir haben uns gegenseitig durchschaut. Die Liste mit den Kandidaten habe ich auch gefunden. Gefällt sie dir? Nicht so ganz. Wir können Esel Miller nicht urplötzlich zum Kaffee einladen, um ihr feinste Bambusspäne zu verabreichen. Wir waren bisher zu geizig und zu eigenbrötlerisch. Nein, ein Schuss aus den dunklen Wäldern erfüllt den gleichen Zweck. So, glaubst du? Auch Sarah Brown muss auf eine andere Art und Weise sterben. Arsenik ist ja nun ganz gewöhnlich. Sarah stirbt in ihrer Garage. Ihr Austin darf sie vergasen. Cummings Köpfchen wird von einem dicken Ast getroffen und Jesse Hawkins vergiften wir. Das wären 4 Tote, 4 Begräbnisse à $2,000, macht zusammen $8,000. Oh, herrlich. Stimmt, wir sind total überspannt. Wir stolpern geradewegs auf den elektrischen Stuhl zu. Ach, Adelaide, du hast Bedenken? Ja, unsere Mordideen sind tölpelhaft. Wir sehen nur das Geld. $8,000. Oh, ich werde schwindelig. $8,000 retten uns nicht. Wir müssen halb Gunnell um die Ecke bringen, wenn wir unsere Schulden begleichen wollen. Ein Massenmord. Oh, ich weiß nicht recht. Ach, auch du hast Bedenken. Gut, gut. Langsam verstehen wir uns.
Du weißt mehr als ich, Adelaide. Ich habe einen höchst raffinierten Plan ausgeheckt, liebste Penelope. Wir heiraten. Was sagst du? Nein, nein, nie. Ich bin eine ehrbare Jungfrau. Ich heirate nie. Aber... Du liebe Güte, ein Mann. Ein primendes, saufendes Ungetüm. Nie. Hemden waschen, bügeln, kochen, ihn bedienen. Welches Ergebnis erhoffst du dir von einer Heirat? Wir heiraten, um reich zu werden. Oh, Adelaide. Ich verstehe dich. Oh, das ist die Idee. Weißt du auch schon, wie wir... Mit Arsen. Nur mit Arsen. Ja. Ach, reich mir bitte die rote Schatulle herüber. Diese da. Ja, die, danke. Dies ist der Entwurf für die Heiratsanzeige. Herrlich, wundervoll. Zwei gutherzige Damen, vermögende Besitzerinnen eines erstklassig florierenden, sehr bekannten Bestattungsunternehmens, suchen zwei vermögende Herren, Mindestalter 60 Jahre, zwecks baldiger Heirat. Köstlich! Ihr zieht's, meine Mandeln. Donald, ihr zieht's. Was sagst du? Besitzt du keinen Wollschal? Die Fenster lassen sich nicht mehr richtig schließen. Was liest du? Ich studiere den Heiratsmarkt. Pest und Hölle, du vergiftest deinen Geist mit lüsternen Wünschen. Gib mir den Whisky. Sauf nicht so viel. Geizhals. Wenigstens innerlich will ich nicht frieren. Hier, ich hab's. Donald, hör zu. Zwei gutherzige Damen, vermögende Besitzerinnen eines erstklassig florierenden, sehr bekannten Bestattungsunternehmens, suchen zwei vermögende Herren, Mindestalter 60 Jahre, zwecks baldiger Heirat. Pest und Hölle, ich heirate nicht. Weiber bringen Ärger. Wir haben uns geschworen, nie zu heiraten. Wir bleiben ledig. Du weißt ja nicht, was du redest. Wir sind pleite. Wir sind und bleiben Junggesellen. Hörst du? Wenn man nur das Geld heiraten könnte. Kann man das nicht? Auf Umwegen, ja. Ja, wollen wir antworten? Nein, nein, wir dürfen nicht mehr primen, nicht rauchen. Statt Whisky gibt's Milch. Statt gebratenen Eiern essen wir Kapaunensalat, Trüffelpasteten. Meine Freiheit ist mir wichtiger als gute Speisen. Den ganzen langen lieben Tag müssen wir uns mit den Weibsbildern beschäftigen. Rauch nicht so viel. Die Gardinen werden schmutzig. Hast du deine Schuhe gesäubert? Du musst dein Hemd wechseln. Du musst... Aber ich bin doch kein Kind. Nein, Henry, wir heiraten nicht. Wir verpassen die Chance unseres Lebens. Die beiden Weiber sind reich. Wir haben Geld bitter nötig. Wem sagst du das? Wir können unser Institut renovieren. Wir bauen ein neues Krematorium. Wir verschleudern unseren alten Ford und kaufen einen Kardiak. Oh, wir heiraten zwei alte Puten und werden ihre Sklaven. Nun, die Puten sind nicht unsterblich. Bedenke nur, wir hätten keine Sorgen, viel Geld und wenig Schulden. Utopie, Henry. Die Tanten lassen sich ihr Vermögen nicht aus den Händen nehmen. Glaubst du? Wenn sie sterben, erben wir das gesamte Vermögen und wir werden schnell Witwer sein. Ja. Du bist ein Teufelskerl, Best und Tolle. Henry und Donald Killings machen Kille, Kille, um reich zu werden. Vortreffliche Idee. Ja, und wie hast du dir das gedacht? Ach, wir machen eine Fahrt ins Blaue, wir fahren zum Dreggensee. Und logieren im Dreggenkastel in unserem alten Liebesnest. Erinnerst du dich noch an Mary? Genau, Donald, genau. Wir heiraten in Iowa und kehren als trauernde Witwer zurück. Hoffentlich schöpft niemand Verdacht. Ach was, wir haben nur wenige Freunde. Niemand kennt unser Vermögensverhältnis. Ja, aber wie wollen wir die beiden ins Jenseits befördern? Ach, vielleicht erwürgen wir sie. Ja. Wir drehen ihnen die Hälse um, dass die Knochen knacken. Ja? Der Brief. Oh, öffne ihn schnell. So
sofort, Gretchen. Der Absender, die Adresse. Donald und Henry Killings, Luxusbestattungen. Ein makabrer Zufall. Wir werden sie wenig luxuriös bestatten. Oh, ist teures Papier. Vornehm, sehr vornehm. Die beiden haben Geld. Ach, Geld. Dollars. Na nun, dies schon. Ja, sie laden uns nach Iowa ein. So. Dann möchten wir uns erlauben, sie in das Dragon Castle einzuladen, oh, um an den Gestaden des Dragonsees erholsame Tage zu verleben. Tage, die unser zukünftiges Leben entscheidend beeinflussen. Sehr diskret. Vornehm. Wir packen sofort die Koffer. Ja. Morgen fahren wir zum Dragonsee und kehren als reiche Witwen zurück. Wir heiraten in Iowa. Und erledigen die beiden in Iowa. Aber wie? Wir werden sie perfekt umbringen. Ich nehme mein Gewehr mit. Und ich werde das Geheimfach meines Sekretärs ausräumen. Ein bisschen Veronal, blub, blub, weg sind sie. Dieser Seidenschal wird uns reich machen. Oder nehmen wir Krawatten? Ach. Na egal, irgendwie werden wir es schon erledigen. Wir können auch Messer nehmen. Ja, die Idee ist gut. Mit Messern kitzeln wir ihre Hälse. Du redest wie ein Berufskiller. Mit herkömmlichen Mitteln erreichen wir gar nichts. Wir müssen die beiden perfekt ermorden. Wo steht der Whisky? Die letzte Flasche liegt in meinem Koffer. Der Koffer ist und bleibt verschlossen. Donald, auf die Hälfte. Pest und Hölle, was willst du mit dem Beil im Koffer? Vielleicht lässt sich am Dragonsee nutzbringend verwenden. Du bist ja so mürrisch, Donald. Pest und Hölle, die Freedom Company hat einen Brief geschickt. Freedom Company? Hm. Und? $10,000 sollen wir bis zum 15. des nächsten Monats zahlen, sonst... 10.000? Hähne legen keine Eier, aber Hennen, zwei Hennen. Gleich lachst du nicht mehr. $23,345 schulden wir unseren Gläubigern. 23? Damn it. Unser Geld reicht nur noch für die Reise zum Dragonsee. Dragon-Kasel ist teuer. Mindestens 2 Wochen muss die Sache erledigt sein. Schnell und perfekt. Ein Schlag auf den Kopf, blub, blub, weg sind sie. Dort kommen sie. Sie flüstern. Ziemlich korpulent. Maßgeschneiderte Anzüge. Englische Stoffe. Sehr vornehm, ich rieche Geld. Ich nehme den mit dem Monokel. Gift? Davon reden wir später. Du lieber Schreck, dort sitzen sie. Sie flüstern, sehr dünn. Hakennase, Brille und Knoten, Pest und Hölle. Wie lieblich die faltigen Hälschen aus den spitzen Chapeaus herausragen. Die Ringe, die Broschen, Gold, brillanten Nerzen. Ich werde schwach. Vornehm und reich. Es wird ein Vergnügen sein, Sie... Davon reden wir später. Wir sind sehr erfreut, Sie endlich kennenzulernen. Nicht wahr, Penelope? Ja, ja, Adelaide. Das Schicksal führt uns zusammen. Vier irrende Seelen haben ein Ziel gefunden hier. Sie haben uns in ein entzückendes Hotel entführt. Wir sind die einzigen Gäste in diesem Riesenbau. Ja, leider. Es ist herrlich gespenstisch. Sie haben sich verspätet. Ja, unser Rolls-Royce war defekt. Oh, Sie fahren einen Rolls-Royce?
Wir sind geflogen. Ja, ich fühlte mich wie ein Vogel, der auf den Wellen des Windes der Sonne entgegenschwebt. Oh, Madame, Sie haben einen lyrischen Humor. Ach ja, ich liebe romantische Lyrik. Ich lese ausschließlich Mickey Spillane. Aber Penelope. Möchten die Herrschaften dinieren? Ja, wir haben schon gespeist. Bringen Sie uns 2 Flaschen Krimsekt. Sehr wohl, Mr. Killings. Ich möchte Kaviar, feinsten Peluk. Ja, Kaviar, Schar-Kaviar, I like Kaviar. Sehr wohl. Oh, komischer Kauze, wie der geht. Eine dorische Säule mit englischem Kapitän. Bitte dich, Penelope. Logieren Sie oft in diesem Hotel? Ja, nach anstrengenden Geschäftsreisen suchen wir immer das Dragon Castle auf. Die Ruhe, die rauschenden Wälder, die lieblichen Fluten des Sees verscheuchen unsere Sorgen. Oh, Sie haben Sorgen? Sorgen? Überfluss schafft Sorgen. Das Geschäft, die Aktien, die Häuser, Grundstücke beanspruchen uns sehr. Beanspruchen alles. Floriert Ihr Institut? Oh ja, die Leute sterben, die Erben erben und wir profitieren nicht schlecht. Wie legen Sie Ihr Geld eigentlich an? Oh, wir gehören zu Tiffany's Stammkunden. Die Fifth Avenue ist unser Revier. Sehen Sie sich diesen Smaragd an, der ist $13,000 wert. Nein. Vor 2 Wochen weilte ich in London, um für $20,000 antiken Krimskrams einzukaufen. Wir lieben Antiquitäten. Sie auch? Sehr. Haben Sie ein Hobby? Whisky. Karaffen, Bleikristall, Antik. Außerdem sammeln wir Grundstücke und Dollar. Ja, leider haben wir keine Erben. Sie? Nein. Adelaide und ich sind die letzten lebenden Tumpstons. Ein großes Geschlecht ist dem Untergang geweiht. Lustig prasselt. Wenn ich die Augen schließe, verwandeln sich die Holzkloben in Adelaide und Penelope. Die beiden werden unser neues Krematorium einweihen. Fantast. Hast du die Koffer ausgepackt? Yes. Gewehr und Beil stehen im Kleiderschrank. Der Hirschfänger liegt in meinem Nachttischauszug. Nur das Stilett und den Totschläger fand ich nicht. Hast du die beiden Dingelchen? Sie schlummern in meinem Tabaksbeutel. Hast du den Revolver geladen? Fantast. Fantast? Du willst rasend gern morgen heiraten und übermorgen Witwer sein, stimmt's? Stimmt. Penelope ist ganz mein Fall. Ihr Gold reizt mich. Das macht mich blind. Ach, die beiden High Society-Puten, die haben ihre gesamten Juwelen bei sich. Denk an Adelaides Platin-Collier, an Penelopes Smaragd. Mir zuckt schon in den Fingern. Ich glaube, wir erwürgen die Goldvögelchen. Gemach. Wir müssen unsere Mordlust bremsen. Wir müssen unser Minenspiel besser kontrollieren. Ich habe dich beobachtet, als du Penelopes Hand küsstest. Deine Augen schillerten vor Gier. Nur mein Blick galt nicht ihrer Figur. Wer seine Spinnenfinger mit Juwelen für $30,000 schmücken kann, muss perfekt umgebracht werden. Todesfälle in der High Society werden genauestens untersucht. Ich bin für radikale Methoden. Ach, ich fühle mich wie Krösus. Ich werde in Dollars wühlen und in Milch baden. Süße Girls sollen mich mit lukullischen Genüssen verwöhnen. Ich werde nach Hawaii fliegen. Und auf dem elektrischen Stuhl landen. Du reißt mich aus den schönsten Träumen. Wir wollen nicht Sing Sing besuchen. Wir benötigen den perfekten Mord. Die beiden lieben Kaviar. Sie saufen Champagner wie Wasser. Sie angeln gern. Sie lieben Picknicks im einsamen Wald.
Sie möchten sehr gerne eine Kahnpartie unternehmen. Hm. Verstehst du mich? Oh, ja, und wie? Der Kahn wird kentern. Ja, wir können nicht schwimmen. Ich habe Schwimmwesten mitgenommen. Schwimmwesten, Veronal und Chloroform. Chloroform. Und dann in den See. Ja. Voll. Das Feuer knistert. Wir nehmen Veronal. Ich habe mein Flintchen nicht umsonst mitgebracht. Der Champagner lähmt deine Gedanken. Wir können, wir dürfen die beiden nicht erschießen. Ich kann Gas und Strom nicht vertragen. Du? Banale Frage. Ich will leben. Und wie? Ich werde stündlich Partys geben. Meine Gäste dürfen nur Millionäre sein. Ich werde der gesellschaftliche Mittelpunkt. Auf den Bermudas werden die berühmtesten Architekten der Welt eine Villa für mich bauen und die größten Maler dürfen die Wände bemalen. Den Bauplan habe ich schon entworfen. Wo habe ich den? Verrückt, total verrückt, Penelope. Wir wollen einen perfekten Mord ausführen und keine Irrenanstalt erbauen. Aber... Still jetzt. Wir reden viel zu laut. In den beiden Geldsäcken schlummert unsere Zukunft. Wir nehmen Veronal. Und mein Gewehr. Was wird aus meinem Gewehr? Du wirst es einfetten und ich verwahre es. Oh. Und hör gut zu. Du erinnerst dich hoffentlich daran, dass ich die beiden bat, uns auf den See hinauszurudern. Der Kahn wird kentern. Und die beiden versinken schlafend im See. Du kannst doch noch schwimmen. Ja, ja. Aber das Wasser ist kalt. Denk an die Erbschaft. Und du gerätst in Hitze. Ein lieblicher Sommerabend. Die Vögel zwitschern. Oh, es ist ein Totenvogel, Darling. Oh, wie kannst du jetzt an den Tod denken? Atme den Duft der Rosen ein. Lausche den plätschernden Wellen des Sees. Und deine schweren Gedanken entweichen, mein kleines Goldvögelchen. Oh, Henry, du bist wundervoll. Du bist so unverdorben. Du besitzt einen Sinn für Romantik. Ja, ich erfreute mich immer an den kleinen Dingen des Lebens. Oh, ein Schmetterling. Entzückend. Ein Nachtfalter. Er gaukelt geradewegs in die Glut des Sonnenballes hinein. Wundervoll. Deine Worte sind Poesie. Ach, früher dachte ich, Männer seien drohnengleiche Wesen, die sich nur über Politik und Technik und Tabak und Alkohol und den Sex unterhalten können. Du hast meine Ansicht gründlich revidiert, Darling. Ich wollte nie heiraten. Ich war auch ein eingefleischter Junggeselle. Und nun sind wir ein Paar. Für alle Zeit. Wie die Wellen des Sees silbrig glitzern. Schwäne! Oh, majestätisch treiben sie dahin. Wenn wir morgen auf den See hinausrudern, werden wir sie füttern. Ach, Henry, wir möchten doch keine Kahnpartie unternehmen. Adelaide und ich werden sehr schnell seekrank. Aber Schätzchen! Seit Tagen herrscht ja völlige Windstille. Das Boot wird kaum schwanken. Wir haben lieber festen Boden unter uns. Schade. Donald wird bitter enttäuscht sein. Wir haben uns so sehr gefreut. Oh, schade, wirklich. Lass uns unter Kiefernlust wandeln. Ein Picknick im Wald? Nein, ich muss erst Donald fragen. Die brüderlichen Bande haben sich noch nicht ganz gelöst. Hm. Nun, dann darfst du mir nicht böse sein, wenn ich bis zu unserer Abreise bei Adelaide wohne. Wir müssen uns erst an den neuen Zustand gewöhnen. Zu schnell erfasst uns des Glückes seliger Taumel. Oh, ich verstehe dich, geliebte Penelope. Hm, wie die Rosen duften.
dir schon einmal ein Mann gesagt, wie schön, wie klar deine veilchenblauen Augen leuchten? Oh, Henry, du bist der erste Mann in meinem Leben. Penelope, nimm die Brille ab. Ich möchte in deinen Augen versinken. Ach, du Schwärmer, wir sind kein tuchtelndes Liebespaar. Ohne Brille bin ich schrecklich kurzsichtig. Oh, Penelope, deine Gegenwart beflügelt mich zu neuen Taten. Nimm die Brille ab, bitte. Oh, Henry, und nun kann ich dich kaum sehen. Die Terrassenbalustrade, der See und der Wald zerfließen in ein Gewirr wilder Formen und düsterer Farben. Ich bin völlig hilflos. Ach, darling, sweetheart, deine Augen sind wundervoll. Hoch, deine Hand! Die Sturm- und Drangjahre sind vorüber, darling. Hörst du das Zirpen der Zikaden? Nein, du hast dein Glas noch nicht geleert. Der Wein macht mich so schläfrig. Ja. Huch, Henry, du bist ein Casanova. Ein blaubärtiger Casanova. Oh, Henry, was suchen deine Hände an meinem Hals, du Lüstling? Darling, dein Hals ist mein Glück. Au, du erwürgst mich. Henry. Donald, weißt du, wo Penelope und Henry sind? Ich habe sie seit der Trauung nicht gesehen. Ich auch nicht. Ach, sie sitzen auf der Terrasse. Oh, Henry ist aber stürmisch. Darling, dein Tee kühlt sich ab. Die tropischen Gewächse sind prachtvoll. Die ganze Kraft der sprießenden Natur spricht aus ihnen. Ja, ja. Der Wintergarten des Tregenkastel ist berühmt. Oh, Donald, die Sonne versinkt im See. Ein köstlicher Anblick. Sie färbt deine Samthaut blutrot. Oh, Meichler, sieh, Wind kommt auf. Ich glaube, wir fahren nicht auf den See hinaus. Wir gehen in den Wald. Wir wollen nicht rudern? Lass uns unter Tannenlust wandern. Ach, Darling, denk an die Mücken, an die Ameisen. Im Wald gibt's Schlangen. Schlangen, sind die giftig? Ja, sehr. Wir gehen in den Wald. Ich muss erst Henry fragen, ob er mit deinem Vorschlag einverstanden ist. Immerhin sind die Schlangen sehr giftig. Wir nehmen ein Gewehr mit und erschießen sie. Ach, du musst erst Henry fragen, du kannst dich von deinem Bruder nicht trennen. Tja. Nur dann wirst du mich heute Nacht nicht vermissen, bis zu unserer Abreise schlafe ich bei Penelope. Ah, ja, wie du willst, Schätzchen. Die Sonne singt und singt. Oh, was gießt du in meinen Tee? Das ist veronaischer Zitronensaft, Liebling. Ich trinke Tee ohne Zitrone. Aber vielleicht magst du veronaischen Zitronensaft. Nein. Bitte ja, nur trink. Ich spüre keinen Durst. So. Der Tee ist kalt, ich gieße ihn in einen Blumentopf. Donald, du vergiftest die Kalle. Ja, daran. Vitamin C schadet nie. So. Sieh nur, die Sonne ist versunken. Wollen wir in den Salon gehen? Darling, du und die Dämmerung. Oh, Donald, ich bitte dich. Ich habe dich nicht geheiratet, um mit dir verkümmerte Gefühle zu beleben. Sei bitte nicht böse, Darling. Gestattest du, dass ich rauche? Bitte. Wollen wir nicht in den Salon gehen? Ich möchte die Nieren, außerdem friere ich. Und die Palmen erinnern mich an unsere Leichenhalle. Schließ die Augen und die dummen Gedanken schwinden. Seltsam, ich kann meinen Tabaksbeutel nicht finden. Nein? Höchst seltsam. Hier steckt er nicht und hier auch nicht. Ich muss ihn verloren haben. Ach, ja, ich erinnere mich. Heute Morgen fand ich in der Halle einen schweinsledernen Beutel. Ich gab ihn James, er öffnete ihn. Tabak fanden wir nicht. Das Beutelchen enthielt ein Stilett und einen Totschläger. Oh. James verschloss meinen Fund im Tresor. Pest und Hölle. Cool. Gehört dir der Beutel? Aber Schätzchen, ich besitze doch keinen Totschläger, kein Stilett. Ich bin schließlich kein Mörder. Hallo Adelaide,
Gut geschlafen. Juhu, ist das ein herrlicher Morgen. Guten Tag, Darling. Guten Morgen. Ich habe herrlich geschlafen. Ein herrlicher Morgen, nicht wahr? Ja, der Ausblick von dieser Terrasse ist grandios. Ach, ich freue mich so riesig auf unseren Spaziergang. Ihr verzichtet also auf die Kernpartie? Ja. Wir gehen zur Teufelsschlucht. Mabel hat mir den Weg erklärt. Ach, der Odem des Waldes soll uns beleben. Wir hüpfen durch die grüne Wildnis, über uns rauschen die Tannen. Und am Boden zwischen die Schlangen. Wir erschießen sie. Ach, da kommt James. Bitte, Madame. Haben Sie meine Schwester gesehen? Nein, Madame. Hoffentlich kommt sie bald. Vielleicht ist sie wieder eingeschlafen. Ah, mein Hut, mein Modell. Das Schaf. Ein Schuss? Jemand hat meinen Hut vom Kopf geschossen. Hört ihr? Revolution! Hilfe! Revolution! Unter den Tisch! Ja, unter den Tisch! Du bleib oben! Revolution! Wilderer! Ihr bleibt oben! Hilfe! Abwehren! Oben bleiben! Mein Ruh! Eine Kreation mit Ketchup! Ich habe doch gesagt, dass ihr oben bleiben sollt. Aber... Drei Personen unter einem Tisch, wie unseriös! Oh, Donald! Deine Hand blutet! Hilfe! James, James! Ich hörte Schüsse. Helfen Sie mir! Armer Donald! Das war aber ein Schreck. Ich verständige den Sheriff. Nein, nein! O Penelope. Adelaide! Hallo, Penelope! Für eben. Oh, mein Kopf. Das ist so ein Moment verschnaufen. Oh, au! Blende nicht. Oh, mein Fuß schmerzt mehr als sein Kopf. Ich kann kaum gehen. Dort drüben muss das Hotel sein. Verdammte Dunkelheit. Au, mein Kopf. Jetzt ein Whisky. Oh ja. Ob Adelaide und Penelope sich verirrt haben? Hoffentlich verhungern sie. Aber die beiden sind ja nicht tot zu kriegen. Sonst hättest du sie jetzt mit deinem Gewehr erwischen müssen. Pest und Hölle. Ja, 20 Kugeln haben wir umsonst verknallt. Hättest eben besser zielen müssen. In diesem Dschungel zielen? Ach, die Schlingen waren ein Reinfall. Du hättest die Stricke fester anziehen müssen. Wenn mir eine halbe Tanne auf den Kopf fällt, dann denke ich nicht an Stricke. Vielleicht versuchen wir es mit einer Höllenmaschine. In dieser Nacht muss es geschehen. Mit vereinten Kräften erreichen wir alles. Komm. Wir müssen weiter. Wir müssen zuerst im Hotel sein. Den beiden geht es noch heute an den Kragen. Worauf du dich verlassen kannst. Und wenn sie tot sind, beginnt unser Leben. Gunhill werde ich natürlich verlassen. Ich will durch die Kontinente rasen. Bei den Zulu-Kaffern werde ich Elefanten. Ja, mit Schlingen. Oh, 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 mein Knie. Bleib einen Moment stehen. Nanu, ist bei dir ein Schräubchen los? Heute nicht. Ich lief um mein Leben. Ach, schoss Donald nicht auf Schlangen? Schlangen, ha. Hier gibt es doch gar keine Schlangen. Aber Schlingen. Oh, mein Hals ist bestimmt blutunterlaufen. Denk dir, es gäbe hier Elefanten und sie würden die beiden zertrampeln. Das wäre eine Freude. Aber die beiden sind unheimlich zäh. Oh, die haben Glück, verdammt viel Glück. Kugeln, Steine und Bäume verfehlen ihr Ziel. Nichts bringt uns dem Reichtum näher. Wir versuchen es mit Salzsäure. Oder Nitroglycerin. Ja, sie müssen noch heute dran glauben. Wir benötigen Geld. Ach, ich fiebere nach ihren Dollars. Hast du Donnets Krawattennadel gesehen? Sie steckt in meinem Büstenhalter. Sieh. Ein Licht. Ein Irrlicht? Wo? Da drüben. Es kommt auf uns zu. Jemand ruft unseren Namen. Oh, das sind... Donald und Henry. Den Hammer, den Vorschlaghammer. Schnell. Ich hab ihn nicht. Hallo. Das ist Mabel. Hier sind wir. Hey. Oh. Mein Hals. Endlich habe ich sie gefunden. Ich bin schon ganz außer Atem. Sollen Sie uns suchen? Ja, wir haben uns sehr um Sie gesorgt, zumal Ihre Gatten verletzt sind. Ah. Ja, man sieht. Bluten Ihre Wunden recht stark? Ja. Ja. Nein, ach,
diese Aufregung. Erst fällt der Strom aus, dann... aber kommen Sie schnell. Ein Sturm tief nach. Oh, nicht so schnell. Was sagten Sie? Ach. Im Hotel brennt kein Licht. Sie sagen es. Oh, sehr wundervoll. Die Zeit ist reif. Oh. Verdammte Dunkelheit. Ausgerechnet jetzt muss die Kerze erlöschen. Schrei doch nicht so laut. Adelaide und Penelope hocken in der Halle. Pest und Hölle. Hoffentlich haben wir den richtigen Flur erwischt. Unsere Zimmer liegen im vierten Stock. Und wir haben jetzt 4 Treppen passiert. Halt! Bleib stehen. Wir müssen im vierten Stock sein. Ich habe die Idee. Hast du Chloroform und Watte bei dir? Ja, und? Wir überfallen die beiden hier im Flur, schicken sie mit Chloroform ins Reich der Träume und... Und? Und dann tränken sie in der Badewanne. Du bist ein Teufelskerl. Wir müssen uns verstecken. Da geht's zur Treppe. Und hier eine offene Tür. Weißt du was? Wir gehen in diesen Raum und wenn sie erscheinen, springen wir raus, klatschen ihnen die Watte ins Gesicht und schleifen sie in ihre Gemächer. Herrlich. Dann beginnt ein Leben der Freuden und der Genüsse. Ja, aber die Eingangshalle des Krematoriums verkleiden wir mit Alabaster. Wir nehmen weißen Samt. Ich will mich doch mit dir nicht streiten. Komm, geh schon durch die Tür. Huh. Huh. Oh, jetzt ist die Kerze aus. Also hier zieht's nicht. Donald und Henry hören uns. Wo mögen Sie sein? Ach, sicherlich hocken Sie bei James, die Geldsäcke. Wenn ich die zwischen meine Finger bekomme. Oh ja. In deiner Jackentasche steckt doch eine Flasche Chloroform. Ja. Blausäure schleppe ich auch mit mir herum, aber nichts hilft. Ich habe eine Radikalkur ausgebrütet. Wir chloroformieren 2 Taschentüchelchen, die beiden fallen in Ohnmacht und wir transportieren die Kerle in die vollgelaufenen Wanne ihrer Badezimmer. Und kurieren sie von allen Leiden. Aber die Polizei... Och, selbst FBI würde an einen Unfall glauben. Jeder kultivierte Mensch badet nach einer anstrengenden Wanderung. Wir entkleiden sie. Pfui, Penelope. Och, sei doch nicht so zimperlich. Denk an die Erbschaft. 5 Millionen. Och, ich werde Dior, Chanel und Balenciaga auskaufen. Ich werde meine Leihhausfetzen abstreifen. Och, und Chinchilla-Mäntel dürfen wir nicht vergessen. Chinchillas und Zobel. Halt. Hier ist eine offene Tür. Das trifft sich gut. Wir gehen in diesen Raum hinein. Und wenn sie kommen... Springen wir heraus. Sie sollen krepieren. Das ist eine Lust. Komm, 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 komm. Oh, 5 Millionchen. Komm, komm. Komm, Adelaide. Ah, die Lampen brennen wieder. Mr. Killings? Mr. Killings? Hallo? Hallo? Mr. Killings? Ich möchte die Sandwiches servieren. Seltsam. Höchst seltsam. Mrs. Killings. Hallo. Mrs. Killings. Der Kaviar, der Hummercocktail. Unerhört. Tatsächlich. Unerhört. Was ist? Die Tür? Sei kalt wie Eis, James Morton. Mein Herz. Soll ich Mäbel holen?
Hirngespinst. Ich hörte einen. Ich hörte keinen. Vorwärts, James. Nein. Mabel. Mabel! Sie wünschen James? Mabel, rufen Sie den Sheriff. Den Sheriff? Im Fahrstuhlschacht liegen vier Leichen.